Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Kreativstempel. Ich bin Birgit und freue mich, dass ihr wieder hier vorbeischaut. Heute habe ich nochmal eine Teebeutelverpackung für euch mitgebracht. Ich dachte mir, naja, die letzten beiden Ideenvideos haben euch sehr gut gefallen und außerdem Winterzeit ist einfach Teezeit und ja, sowas kann man ja als Mitbringsel, als kleines Geschenk immer ganz gut gebrauchen. Und deswegen habe ich noch eine Idee für euch mitgebracht. Es gibt ja mittlerweile zig verschiedene Möglichkeiten, um Tee schön zu verpacken. Und ich habe hier noch eine gefunden, die ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar ist das so ein kleines Teebeutelbüchlein. Das macht man hier auf mit einem Schleifenband. Und dann klappt man das Ganze einmal nach links und einmal nach rechts. Und dann hat man hier drei wunderschöne Teetaschen. Ups, da ist es hier aufgegangen. Birgit, schlecht gearbeitet. Muss ich nochmal neu kleben. Und ja, hier habt ihr drei wunderschöne Taschen, wo ihr dann eben diese Teebeutel reinstecken könnt. Man kann das auch zweckentfremden und kann hier Geld reinpacken oder Gutscheine oder auch so Tags mit Fotos, das würde auch gehen. Und ja, aber heute geht es hier um Teebeutelverpackungen und ich möchte euch zeigen, wie ihr das basteln könnt. Gearbeitet habe ich wieder mit dieser wunderschönen Produktreihe Lavendelblüte aus dem neuen Mini-Katalog. Findet ihr auf Seite 22, 23 und da gibt es diese wunderschönen Produkte, das Designerpapier, Stempelset und Stanzformen und hier auch die schönen Schmetterlinge und Steinchen. Und damit arbeiten wir heute nochmal. Ich habe euch das schon mal in meinem vorletzten Video vorgestellt und deswegen möchte ich heute gar nicht so viel dazu erzählen. Und ja, ihr findet es, wie gesagt, im Mini-Katalog und ich zeige es euch jetzt, wenn wir damit arbeiten. Ich würde sagen, wir legen einfach los und starten mit dem schönen Teebüchlein. Und zwar für die Grundverpackung braucht ihr einen Farbkarton. Oh, hier ist Wink of Stella drauf. in den Maßen 28,3 cm mal 13. Und daraus werkeln wir hier diese Grundverpackung. Und das Ganze schneiden wir jetzt zu und falzen das gleich. Ihr findet wie immer alle Maße hier unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Da ist ein Link zu meiner Homepage und dort findet ihr alles nochmal genauestens aufgeschrieben und auch die Produkte verlinkt zu meinem Online-Shop, wo ihr sie auch direkt bestellen könnt, wenn ihr denn das möchtet. So, von den Farben her habe ich mich natürlich an dem wunderschönen Designerpapier Lavendelblüte orientiert und zwar arbeite ich hier mit Faungrün, mit Lagunenblau, das ist der Farbkarton und dann mit Heideblüte und Amethyst. Das sind die Farben, die ich jetzt hier so verwendet habe. Schleifenband habe ich mir in Savanne dazu gewählt und das passt hier hervorragend aus dem Jahreskatalog. So, und wie gesagt, ihr schneidet euch den Farbkarton zu in 28,3 x 13 und jetzt falzen wir einmal. Und zwar legt ihr die lange Seite an. Und die erste Falz ist bei 9 cm. Ups, mein Pulli ist eingeklemmt. Dann falzt es natürlich nicht. Dann bei 9,6. Na. Bei 18,6. Und bei 19,3. So, dann haben wir hier diese vier Falzlinien auf der langen Seite. Jetzt brauchen wir noch eine einzige auf der kurzen. Ihr legt also die kurze Seite oben an und zwar bei 4 cm. Und dann wird da einmal komplett durchgefalzt und dann sieht euer Papier so aus. Jetzt könnt ihr das Ganze einmal mit dem Falzbein nachfalten. Das mache ich jetzt auch, so sehen wir das dann nämlich gleich besser beim Schneiden. Und dann könnt ihr schon erkennen, durch diese zwei Falzlinien, die hier nur 6 mm auseinander liegen, entstehen dann eben hier dieses Büchlein und unten die 4 cm Falz, das werden dann die Taschen. So, irgendwie ist das so ein bisschen schief bei mir. So, wenn ihr das auch feststellt, ihr könnt euch ja hier immer schön an diesen Außenkanten orientieren, dann einfach nochmal
ausjustieren und ausbessern. Genau, und so wird es ja dann nachher zusammengefalzt, aber vorher müssen wir erst diese Taschen hier unten noch einschneiden und dann nach oben klappen. Und dazu macht ihr Folgendes, ihr legt also die lange Seite zu euch hin und habt jetzt hier unten diese Querfalz von 4 cm, die liegt bei euch hier unten. Und wir schneiden jetzt hier in dem unteren Bereich diesen Streifen raus. Also wir schneiden einmal hier rechts von der Senkrechtfalz bis zur ersten Querfalz hoch und schneiden hier auch gleich die Falzlinie mit raus. Seht ihr das? Die ist also hier noch dran an dem Mittelteil. Also schneide ich hier rechts von der Falzlinie bis zur ersten Querfalz und hier links von der Falzlinie gerade nach oben bis zur ersten Querfalz. Und dann entsteht hier dieser Streifen und den schneiden wir gleich raus. Ich zeige euch, wie ihr das macht. Und hier drüben machen wir genau das Gleiche. Rechts von der Senkrechtfalz nach oben bis zur Querfalz und dann hier links bis zur Querfalz und dann haben wir diese Streifen. Und jetzt klappt ihr mal diese Taschen hier nach oben. So, und jetzt könnt ihr das nämlich hier schön rückstandslos einfach abschneiden, diesen Streifen hier, der hier übrig bleibt. So, und das kann weg. Und so entstehen hier die Taschen. Bevor wir die jetzt aber zukleben, kleben wir uns erstmal hier innen noch das Designerpapier ein. Ja, also das habe ich hier natürlich irgendwie nicht so gut gemacht. Das muss ich nochmal neu kleben. Also, wir schneiden uns hier für die Rückseiten jetzt erstmal die Designerpapiere zurecht. Und dafür braucht ihr 3 Stück in 8,7 mal 5,2 und die können wir dann hier so einkleben, so dass ihr nach oben und nach links den gleichen Abstand lasst. Ja, also hier zu den Falzlinien, das sind dann so 1,5 mm nach links, nach rechts und nach oben macht ihr euch diese Millimeter Abstand. Ich habe mir hier natürlich Papier ausgesucht, so dass das hier dann schön alles zusammenpasst. Ihr seht es hier, ich habe hier innen die Rückseite von diesem Papier genommen und das ist quasi dieses Pfauengrün und für den unteren Streifen, den wir uns dann noch zuschneiden, habe ich hier das mit dieser schönen Sommerwiese genommen und da müsst ihr einfach gucken, was ihr da gerne möchtet. So, also 8,7 mal 5,2 cm braucht ihr 3 Stückchen und die könnt ihr jetzt hier schon mal einkleben, bevor wir eben dann die Klappen nach oben knicken, weil die so ein bisschen nach innen rein in die Tasche natürlich gerichtet sind. Man könnte jetzt natürlich auch bis nach ganz unten das Designerpapier kleben, ne, bis zu dieser Falzlinie, das muss man aber nicht. Das wäre Papierverschwendung, weil das sieht man ja nachher eh nicht, ne, wenn die Klappe da drauf ist. So, also dann klebt ihr euch das nach oben gerichtet so mit ungefähr 1,5 mm Abstand hier ein. Achtet auch, dass eben nach links und nach rechts zu den Falzlinien der gleiche Abstand ist, dass das alles schön harmonisch aussieht. Und diese Seitenteile hier, die bleiben dann natürlich ohne Designerpapier, ganz klar. So. Wenn ihr ein Designerpapier habt mit einem Motivmuster, dann müsst ihr natürlich beim Zuschneiden darauf achten, dass das dann nicht auf dem Kopf steht oder auf der Seite liegt, das Motiv. So. Jetzt haben wir das hier festgeklebt und dann können wir jetzt hier die Klappen nach oben kleben. Und dann seht ihr, dann tut das hier knapp überlappen, ne? So dass man hier ja sparsam Designerpapier verwendet. Und für diese Taschen macht ihr einfach nur ganz rechts einen schmalen Streifen Flüssigkleber drauf. Meiner ist gleich leer. So ein Streifen. Und dann auch hier links, also nur links und rechts. Oben bleibt natürlich offen, weil hier ja dann der Teebeutel reingesteckt wird. Und dann hier schön festdrücken. Und antrocknen lassen. Und das macht ihr dann hier mit allen 3 Taschen. Na? Komm schon, du wirst mich jetzt nicht verlassen, lieber Flüssigkleber. So, hier habe ich ein bisschen
zu wellig geschnitten. Also achtet wirklich drauf, dass ihr hier das gerade, schön gerade nach oben schneidet, weil ihr seht hier bei mir, das sieht dann natürlich nicht schön aus. Wenn ihr das so ein bisschen, ja, krumm schneidet, so wie ich das hier gemacht habe, dann, ja, ist das nicht ganz so toll. Also schaut, dass ihr neben dem den Falzlinien schön gerade nach oben schneidet, das schön sauber macht. So, und noch die letzte Klappe. Ups, wieder zu viel Flüssigkleber erwischt. Gut, dass man Fingernägel hat. So, dann lassen wir das schön trocknen. Ich klebe jetzt mal hier oder repariere mal schnell hier noch das hier. Das ist jetzt hier irgendwie ausgerissen. Ach Gott, hier drüben ist ja komplett lose. Das geht ja mal gar nicht. Was ist denn hier nur passiert? Habe ich wahrscheinlich zu wenig Flüssigkleber verwendet und dann ist das natürlich auch nicht gut. Na komm schon. Das ist der Vorführeffekt, ne? Den kennt ihr alle, oder? So, jetzt aber. So, lasse ich das mal trocknen. So, wenn ihr soweit seid, dann können wir hier unten auf die Taschen unser Designerpapier aufkleben. Und dafür braucht ihr 3 Stückchen. Wie gesagt, ich habe hier die Vorderseite dann davon genommen in 8,7 mal 3,7. Und das klebt ihr euch jetzt hier mittig auf die Taschen vorne. Auch hier wieder 1,5 mm ringsrum, der gleiche Abstand. Und dann könnt ihr euch das schön auf die Taschen kleben. Und dann sind die schon mal fertig und können hier trocknen. So, und das sieht doch schon mal richtig schön aus, ne? Also ich finde ja dieses Papier richtig, richtig schön. Ich mag das sehr, sehr gerne. Auch die Farbkombi finde ich nicht schlecht. Aber das ist ja immer Geschmackssache. Und Blumen und Schmetterlinge mag ich ja sowieso. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Aber dann nehmt ihr einfach ein anderes Papier. Ja, also die Dekoration ist ja bei jedem, ja, unterschiedlich, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Jeder hat einen anderen Geschmack, gell? Und genau so sollte es ja auch sein. Wäre ja schrecklich, wenn wir alle auf dieselben Sachen abfahren würden. Dann würden wir uns ja alle um einen Mann streiten. Um Gottes Willen, stellt euch das mal bitte vor. Das wäre ja grausam. Nee, ich möchte gar nicht drüber nachdenken. So, prima. Jetzt haben wir die Innenseite schon mal soweit fertig. Dann kann das Ganze jetzt trocknen und wir widmen uns hier der Außenseite. Und dafür brauchen wir natürlich auch Designerpapier. Ich gucke mal, ob das jetzt hier fest ist. Dann kann ich das wieder reinstecken. Und für hier außen habe ich das folgendermaßen gemacht. Wir brauchen ja hier Schleifenband. Ja, die eine Klappe geht nach innen. Und dann brauchen wir hier, ist das einmal das dritte Feld, das mittlere Feld quasi die Rückseite und hier die Vorderseite. Das ist diese linke Klappe hier. Und das ist dann quasi unsere, so rum. Das wird die Vorderseite und das hier hinten wird die Rückseite, ja, weil wir diese rechte Seite ja so einklappen. Und das heißt, wir müssen hier und hier erstmal ein Schleifenband anbringen, bevor wir dann das Designerpapier aufkleben. Dazu habe ich mir aus dem Jahreskatalog, da gibt es ein so Kombipack, das hat hier einmal dieses glutrote Schleifenband und dann hier dieses Savannefarbene mit diesem gestitchten Rand. Und das habe ich mir genommen und da schneide ich mir jetzt einfach 2 Streifen ab, so ungefähr 10 bis 15 cm. Das mache ich jetzt hier so Pi mal Daumen und schneide mir da 2 gleich lange Stückchen ab, so dass man dann eben noch eine schöne Schleife machen kann. Und die Enden, die schräge ich mir hier gleich an, so dass ich hier 2 so Streifen habe. Also sag mal so 10, 15 cm, das reicht. Und dann nehmt ihr euch ein Stück Abreißklebeband. Und jetzt ist, wie gesagt, wichtig, die rechte Klappe klappt ihr nach innen und die linke, das wird hier die Vorderseite und das die Rückseite dann, also das mittlere Feld. Das heißt, ich mache mir jetzt hier auf meine Vorderseite, hier rechts mittig, ein kleines Stückchen Abreißklebeband drauf. Das mache ich so Pi mal Daumen.
Und dann drehe ich das Ganze rum und mache hier auf der linken Seite auch ein Stück Abreißklebeband in die Mitte. Ja, also wir haben das Buch ja nachher so. Ne? Das heißt also, hier kommt mein Schleifenband raus und hier hinten. Ja? Und so müssen wir uns das jetzt aufkleben. Das heißt also, wenn ich das jetzt aufklappe, dann ist die Rückseite hier einmal vorne meine Vorderseite. Da ziehe ich mir jetzt hier den Streifen ab und mache jetzt hier mein Band drauf. Und hier auf der Seite mache ich es genau umgekehrt, genau spiegelverkehrt. Das heißt, hier die gerade Seite ansetzen, schön mittig. Und hier ist dann quasi das andere. Und wenn ihr das jetzt hier zuklappt, dann habt ihr hier genau eure Schleifenbänder übereinander. Ne? Ja? Also ich hoffe, ich habe das verständlich gemacht. So, und jetzt brauchen wir Designerpapier. Und ich habe jetzt hier für die Vorderseite mir ein anderes Motiv genommen als für die rechte Klappe und die Rückseite. Und zwar habe ich mir für die Vorderseite dieses Papier genommen, weil das so ein schönes Motiv ist. Und zwar brauchen wir hier 8,7 x 8,7. Und diese beiden für die Rückseite habe ich das gleiche Muster genommen wie hier innen in den Taschen. Und für die Klappe hier innen auch. Na? Und das Ganze kleben wir jetzt einmal auf. Also das hier vorne mit dem Schleifenband wird meine Vorderseite. Wenn euch das hier zu dünn ist, dann macht ihr das einfach nochmal 3 mm kleiner, also mit 8,4. Und macht mit 8,7 nochmal einen Aufleger aus Farbkarton. Den könntet ihr dann zum Beispiel in Pfauengrün oder in Heideblüte machen. Mir hat das jetzt aber so gereicht, also ich finde das stabil genug, wenn hier das Designerpapier drüber klebt. Und ja, genau. Also ihr braucht 3 Stück Designerpapier in 8,7 x 8,7, um euch jetzt nicht komplett zu verwirren. So. Und das kleben wir jetzt hier auf. Also achtet hier bitte auf das Muster, dass das nicht Kopf steht oder nicht auf der Seite liegt. So, jetzt ist es aber wirklich gleich leer. So, und das klebe ich mir jetzt auch hier mittig auf meine Vorderseite. Und achtet hier wirklich drauf, dass es auch hier über eurem Schleifenband schön festklebt. So, auf die Rückseite kommen dann hier dieses, eines von den anderen beiden. So, jetzt ist es aber wirklich leer. Jetzt nehme ich den neuen Kleber. So. Was ist denn hier los? Der ist doch ganz frisch. So, und auch das schön mittig hier aufkleben. Auch das hat wieder so ringsherum diese 1,5 mm. So, und dann haben wir ja hier noch die Klappe, die hier nach innen geht. Auch die können wir sofort mit aufkleben. Perfekt. Dazu klappe ich mir das hier nochmal auf. Dann kann ich das besser andrücken. So, perfekt. Und jetzt können wir natürlich ans Verzieren gehen. Jetzt nehme ich mir erstmal meine 3 Teebeutelchen, die ich hier noch reinstecke. Jetzt dürfte das angezogen sein. Die stecke ich mir jetzt hier in die Taschen rein. Und dann klappe ich hier mein Büchlein zu, mache hier vorne eine Schleife drauf. Und dann kann ich nämlich das Ganze mit euch verzieren. Das könnt ihr natürlich mit einem Set machen, was ihr zu Hause habt. Wenn ihr das Set habt, wie ich, von der Produktreihe Lavendelblüte, dann könnt ihr das natürlich jetzt verwenden. Meine Schleife ist gerade irgendwie nicht so schön. Naja, ist jetzt nicht so wichtig. So, jetzt machen wir hier die Verzierung. Und da habe ich mir aus dem Produktpaket zum einen hier das Etikett gestanzt. Das ist aus der Produktreihe, das eine Produktpaket, da gibt es ja 2 Stück. Ne? Ich habe es euch ja vorhin gezeigt.
Jetzt nehmen wir einmal das hier und dazu brauche ich jetzt hier die Stanzform. Das ist hier die drittkleinste. Und als Spruch nehme ich jetzt hier mit Gruß und Kuss. Und das Ganze stempel ich mir jetzt einmal hier in Heideblüte mittig auf meinen Farbkarton. Dann nehme ich mir einfach einen Rest weißen Farbkarton. Stempel habe ich mir hier schon aufgezogen mit Gruß und Kuss. Schön mittig hier aufsetzen. Und dann kann das Ganze auch schon ausgestanzt werden. Dazu nehme ich mir meine kleine Stanzmaschine. Meine Stanzplatten. Setze mir das jetzt hier so mal auf. Ich muss hier, weil wir ja bei der kleinen Mini-Stanzmaschine haben wir ja keine Magnetplatten. Da nehme ich mir hier so ein Post-it. Das kann man ganz einfach wieder abziehen, ohne Rückstände. Und da fixiere ich mir das hier so ein bisschen, dass mir das nicht verrutscht beim Kurbeln. Und ich lege mir, wenn ich so eckige Stanzform habe, das immer so leicht schräg hin, dann tut sich die Maschine leichter beim Durchkurbeln, so als kleiner Tipp für euch. Und bei dieser kleinen Stanzmaschine macht es auch Sinn, wenn ihr die Platten hier so ein bisschen versetzt übereinander legt, also nicht so gerade, da tut sie sich schwerer, das hier reinzuziehen, sondern so leicht versetzt, dann kurbelt die das viel einfacher durch. So, jetzt habe ich hier mein Etikett und ihr seht diesen Streifen, den kann man mehrfach verwenden. Der hält ein paar Mal. Das ist jetzt schon mal mein Etikett. Und das andere habe ich schon mal so ein bisschen vorbereitet, damit das jetzt hier nicht zu lange dauert. Und zwar habe ich hier, noch vorbereitet, den Schmetterling machen wir gleich noch zusammen, hier im Hintergrund diese Zweige. Und zwar einmal in Pfauengrün, dann diesen Zweig in Lagunenblau. Dann aus Pergamentpapier habe ich diesen genommen und aus dem Stempelset diesen. Und das kommt aus dem zweiten Produktpaket von der Produktreihe Lavendelblüte. Da haben wir dieses Stempelset. Da habe ich mir jetzt das hier in Amethyst gestempelt und dann hier mit den Stanzformen mit verschiedenen Zweigen und auch das Motiv ausgestanzt. Dieses Produktpaket heißt Lavendelwiese, ein sehr, sehr schönes Produktpaket. Also ich finde die ganze Produktreihe toll. Die kann man übrigens mit einer Bestellnummer bestellen. Das ist hier ganz oben die große, fettgedruckte, da steht Produktreihenkollektion und das ist dann diese Nummer. Und da bekommt ihr alles, was ihr hier seht. Also zwei Stempelsets, zwei Stanzformen, Designerpapier, die Steinchen und die Schmetterlinge mit einer Bestellnummer. Also ich habe das so gemacht, weil ich finde diese Produktreihe einfach mega cool. So, und dann fange ich hier an mit dem Etikett. Das mache ich mir hier mit Dimensionals auf der Rückseite und klebe es aber noch nicht fest, sondern ich nehme das erstmal nur so zur Orientierung, lege ich mir das hier so hin und dann fange ich hier an mit den Zweigen. Und zwar mache ich erstmal hier diesen Zweig als erstes drauf. Und zwar mit so ganz bisschen Flüssigkleber. Ihr könntet auch die Klebefolie vorm Ausstanzen hinten drauf kleben. Wir haben so ein tolles Produkt, ne, wo das dann, das ist speziell für diese filigranen Stanzformen, kann man bevor man es ausstanzt, auf die Rückseite kleben, sodass das dann wie selbstklebende Sticker quasi sind. Ups, verschoben. Ich mache das hier so leicht schräg. Ich vergesse es aber immer wieder. Und es wäre viel einfacher jetzt hier, wenn man jetzt einfach nur die Klebefolie abziehen müsste und nicht mit dem Kleber rummachen müsste. Naja, ihr kennt das alle. Dann habe ich hier dieses Transparente. Das kürze ich mir ein bisschen ein. Da mache ich mir jetzt nur so zwei Pünktchen Flüssigkleber hier drauf. Ganz wenig nur. Vielleicht noch ein drittes hier unten. Und da, das braucht einen Moment, ne, bis das anzieht. Also das tue ich mir jetzt hier so hinmachen. Das dauert ein bisschen länger. Und das, da unser Flüssigkleber ja durchsichtig austrocknet, kann man das auch so machen,
Das sieht man nachher nicht mehr. Also hier müsst ihr ein bisschen Geduld haben, bis das festzieht. Genau. Und dann habe ich mir mit Dimensionals dieses hier Motiv aufgesetzt. Dann nehme ich mir jetzt hier die kleinen Dimensionals, die Mini-Dimensionals. Das reicht, 3 Stück. Und das setze ich mir jetzt hier so leicht schräg links hin. Damit bekommt jetzt auch mein durchsichtiger, mein Pergamentpapierzweig hier schon ein bisschen mehr Halt. Und dann kommt jetzt erstmal hier das Etikett drauf, weil den letzten Zweig, den möchte ich so leicht überlappend aufkleben, dass der so ein bisschen über mein Etikett geht. Das Etikett mache ich hier so nach rechts gerichtet. Und jetzt nehme ich mir den Zweig und mache hier auch noch ein bisschen Flüssigkleber drauf. So, und dann schiebe ich mir den hier unten so rein und lasse den aber hier so ein bisschen über mein, ne, das klappt ja heute wieder hervorragend. So, und lasse das hier so ein bisschen übers Etikett drüber. Und dann drücke ich das hier alles nochmal fest. Und jetzt kommt hier unten noch unser Schmetterling. Und den habe ich mir so ein bisschen koloriert. Und zwar gibt es ja hier diese kleinen, wie heißen sie? Schmetterlingsakzente aus Papier. Und dann nehme ich mir hier, das sind also quasi 5 verschiedene Motive, das sind 40 Stück insgesamt. Und die sind schon ausgestanzt, ja. Und dann nehme ich mir jetzt hier diesen kleinen Schmetterling, der so, ja, am Fliegen ist. Und nehme mir jetzt hier ein paar Stempelkissen. Und zwar einmal Espresso, Heideblüte, Fräsenlila und Amethyst. So. Und dann mache ich hier so einen kleinen Farbverlauf. Und ich nehme mir einen Wassertankpinsel und ein Papier. Und jetzt fange ich hier einmal an mit Fräsenlila. Also das drückt ihr euch hier so ein bisschen in den Deckel rein. Und dann könnt ihr hier mit dem Wassertankpinsel einfach mal den Schmetterling hier komplett ausmalen. Zwischendurch tue ich immer wieder ein bisschen abtrocknen. Den Körper, den lasse ich frei, weil den mache ich nachher mit, sagt's mir, mit Espresso. So, hier einmal komplett ausmalen. Das soll nur so einen Hauch von Farbe geben, also gar nicht so komplett wie ausgemalt, sondern das soll nur so einen kleinen Hauch wie so eine Aquarelltechnik geben. Also nochmal nachdrücken. Und dann koloriere ich den jetzt erstmal hier so komplett, trockne immer wieder zwischendurch meinen Pinsel ein bisschen ab. So, bis zum Rand. So, und jetzt will ich mir gleich so einen leichten Farbverlauf erstellen. Mache meinen Pinsel erstmal sauber in dem Papier. Also ihr braucht so ein Stückchen Küchenrolle, ne, um den immer so ein bisschen sauber zu machen. Jetzt nehme ich mir die nächste Farbe, das ist Heideblüte, die nächst dunklere. Und da mache ich jetzt hier so in der Mitte ein bisschen Farbe. Ja, also ich lasse hier am Anfang das Fräsenlila und mache jetzt hier so ein, wie so ein Farbverlauf mit Heideblüte hin. So, und jetzt nehme ich die nächst dunklere Farbe und das ist dann Amethyst. Ach, geh schon auf. Mein Amethyst-Stempelkissen geht etwas schwer. So. Und jetzt nehme ich mir hier noch die dunkelste Farbe und mache einfach hier oben noch so ein paar Striche rein. So ein paar Akzente. Seht ihr das? Also das soll jetzt gar nicht komplett koloriert sein, wie gesagt, sondern nur so einen Farbverlauf haben. Genau. Das reicht mir schon. Jetzt mache ich mir meinen Pinsel sauber. Und jetzt mache ich mir noch den Körper von dem Schmetterling in Espresso. Auch wieder hier mit meinem Wassertankpinsel. So, fertig. Und dann zum Schluss kommt jetzt hier einfach noch ein bisschen Wink of Stella drüber. Seht ihr das? Sieht doch schön aus, oder? Und zwar nehme ich mir jetzt die klare Farbe. Also wir haben ja Gold, Silber und Klar mal gehabt. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch Klar im Sortiment. Und den nehme ich mir jetzt und mache jetzt hier einfach
so ein bisschen nur auch so unten als Farbverlauf, also nicht komplett über den ganzen Schmetterling, sondern nur an so ein paar kleine Stellen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier schön sehen, ne, dass das hier so ein bisschen schimmert und glitzert. Und das setze ich mir jetzt hier noch auf mein Teebüchlein, meine Güte. Und das mache ich mir jetzt hier noch mit ein paar kleinen Glue Dots. Dazu rolle ich mir jetzt hier zwei Stück so ein bisschen übereinander, dass ich hier so ein bisschen Höhe bekomme. Ich habe hier nicht viel Fläche, ne? Und dann fange ich hier unten an und setze mir das hier unten auf. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Höhe bekommen und jetzt mache ich hier oben noch eins hinten dran. Und dann reicht das auch schon. Rollen wir das auch so ein bisschen zusammen und mache das jetzt hier hin. So, und das reicht schon. Fertig. So, und jetzt habe ich hier noch ein paar Steinchen draufgesetzt. Und da gibt es ja hier die Steinchen in der Produktreihe. Da nehme ich mir jetzt hier unten die dunklen, die Amethystfarbenen und mache mir jetzt eins hier hin. Ein großes, dann ein kleineres hier dazu. Und setze noch ein kleineres hier unten drauf. Und fertig ist mein Büchlein. Schön verziert. So, jetzt kriege ich es nicht mehr rein. Und das war meine Idee für heute, ihr Lieben. Mein Teebeutelbüchlein. Was ich euch auch noch zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr Lieben. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr wisst ja, die Produkte könnt ihr alle über mich bestellen. Ich habe das hier unter dem Video verlinkt. Ansonsten würde ich mich ganz doll über einen lieben Kommentar, ein Däumchen nach oben freuen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt alle gesund und habt ein schönes Faschingswochenende. Tschüss, eure Birgit. Feiert schön.